Ich habe heute die Ehre, im Rahmen des DTF Sanazal-Reihe euch ein Quarantänen-Klavierkonzert zu geben. Herzlich willkommen zu diesem neuen DTF-Konzert. Ich freue mich insbesondere, meine Lieblingsstücke euch vortragen zu dürfen und eure Zeit musikalisch bereichern zu können. Ich habe eine Auswahl von meinen Lieblingsstücken getroffen und ich fange mal mit einem sehr außergewöhnlichen Stück an. Das ist ein Tango, aber das kennen sehr viele, weil es in vielen Filmen vorkommt, wie zum Beispiel Titanic, wie zum Beispiel Schindlers Liste, Haus des Geldes. Und das Stück entstammt selber von einem Mozart, von Mozarts Rondo für Violine und Orchester. Es nennt sich Por una cabeza und ist komponiert von Carlos Gardel. Herausgehört habt, im Tango ist immer ein sehr ausgeprägter Rhythmus vorhanden, so wie hier in diesem. Und auf den Rhythmus kommt meistens immer eine fröhliche Melodie. Das macht das Tango auch gut zum Tanzen und
Den Ursprung hatte auch Tango im Marsch, weil man im Marsch ja auch gelaufen ist. Das hat sich dann zum Tanz entwickelt. Als nächstes möchte ich euch ein Stück vom russischen Pianisten Evgeni Grinko nahelegen. Es ist das Stück Walz. Evgeni Grinko ist in der Türkei sehr berühmt geworden durch dieses Stück und ich spiele das auch sehr oft, wenn ich in meinen Pausen bin, wenn ich mal vom Alltag wegdenken möchte und mich in Gedanken versetzen möchte, dann kommt mir dieses Stück immer sehr gut. Das Stück ist in der Türkei sehr oft gesungen worden und ist auch quasi weltweit berühmt geworden. Wieso? Weil Adele hat in ihrem Lied Million Years Ago, wird ihr vorgeworfen, die Melodie aus dem Song von Ahmet Kaya, Acılar Tutulmak, quasi übernommen zu haben. Und deswegen werdet ihr wahrscheinlich sicher merken, es erinnert die Leute an beide Lieder, wenn sie beide Lieder kennen. Ich spiele das auf eine mit einem Piano-Cover. Thank you.
Genau. Das war Adel Millionärsago beziehungsweise Acılar Tutulmak von Ahmet Kaya. Als nächstes spiele ich euch ein sehr berühmtes Stück, das nennt sich Song from a Secret Garden. Und das ist vom norwegischen Rolf Laufland komponiert worden, aus dem Jahr 1995. Und es ist eine der berühmtesten Hintergrundmusikstücke. Und viele kennen das, weil es ein sehr emotionales Stück ist, das bleibt im Gedächtnis, wissen es halt nur nicht bei Namen. Ja? Das Stück Song from a Secret Garden wahrscheinlich auch die aktuelle Gefühlslage oder die Unsicherheit auf einem musikalischen Weg beschrieben haben. Es ist natürlich nicht für jedermann einfach und hoffentlich können wir zu den Sachen wieder zurückkehren, die wir
zurzeit wieder sehnen oder zu den Menschen wieder zurückfinden, die wir sehr vermissen zurzeit. Und jedes traurige Lied hat natürlich auch einen kleinen fröhlichen Teil. Das soll uns zeigen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren sollen und das Ende nahe ist. Bis zu dem Zeitpunkt ist aber auch ein langer Weg zurückzugehen. Für viele wird das Stück Song from a Secret Garden wahrscheinlich die aktuelle Gefühlslage, die Unsicherheit auf einem musikalischen Wege beschrieben haben. Es ist für jedermann natürlich nicht einfach, die Situation, in der wir uns gerade befinden. Hoffentlich werden wir sehr bald zu den Dingen, zu den Tätigkeiten wieder zurückkommen können, die wir sehnen, und hoffentlich werden wir zu den Menschen bald zurückkommen können, die wir sehr vermissen. Jedes traurige Lied hat auch einen kleinen Teil, wo es fröhlich zugeht, und wie auch in diesem Stück. Und das zeigt uns, dass wir die Hoffnung beibehalten sollen und das Ende bald kommen wird. Bis es dazu kommt, muss natürlich jeder seinen Weg zurücklegen. Jeder legt den gleichen Weg zurück, aber jeder legt den Weg irgendwie alleine zurück, alleine mit Abstand. Ja, das ist das Merkwürdige an der Situation heute. Ich möchte heute das sehr berühmte anatolische Stück Usun Ince Bir Yol Dayım spielen. Wie gesagt, jeder hat einen langen Weg vor sich und der Weg ist irgendwie klein, weil jeder auf seine Wohnung zurückgezogen ist. Von Aşık Veysel. Ich bin auf einem langen, schmalen Weg, auf Deutsch übersetzt.
Auf unserem Weg von diesem sehr berühmten klassischen anatolischen Stück Usun Ince Bijodayım wechseln wir jetzt die Landschaft nach Amerika. Im Folgenden werde ich euch das Stück My Way von Frank Sinatra spielen. Also es geht wieder um einen Weg, den eine Person durchläuft. Und wir sollten uns zurzeit überlegen, welchen Weg wir selber gelaufen sind. Ja, bisher, was für Herausforderungen hatten wir, was für Herausforderungen haben wir überwunden und so weiter. Und sicherlich werden diese Gedanken dann helfen, die jetzigen Probleme besser einzuschätzen und mit den Problemen leichter umzugehen. Das wurde dann in verschiedenen Sprachen auch arrangiert, in Französisch, in Türkisch und so weiter. Von Athena gibt es eins, Kendi Yolundan nennt sich das.
Und wenn wir schon zwei Stücke über den Weg gespielt haben, dann darf natürlich auch das Stück Samagnolo als Milchstraße oder wie es auch anders heißt, Birschalkes und Sand von Theoman Alpay nicht fehlen. Gesungen, gespielt. Für die einen vergeht die aktuelle Lage sicherlich sehr langsam und gelassen, aber für viele kommt die aktuelle Situation auch sehr plötzlich und unvorhergesehen vor und auch so ein bisschen dramatisch. Um das Drama etwas auch zu zeigen, habe ich mir das Stück Requiem for a Dream ausgesucht. Das beginnt mit einem allmählich steigender Spannung und der Höhepunkt kommt dann ganz plötzlich und vergeht aber dann wieder schnell. Ja? Hoffentlich wird das auch mit dem Coronavirus so ähnlich gehen. Thank you.
Poetry von Clint Mansell. Ist auch ein Filmsong, ein sehr bekanntes und ein sehr gut gelungenes Musikstück für Drama. Wir wechseln jetzt das Genre von Drama zu ein bisschen mehr melancholischem. Und zwar werde ich jetzt das Stück Passacaglia von Handel Halvorsen spielen. Er hat sich das Stück von Händel inspirieren lassen und das Besondere an dem Stück ist, dass die Melodie über mehrere Oktaven geht. Damit kann das Emotionale sich musikalisch besser entfalten und deswegen klingt es auch sehr gefühlsbetont, melancholisch. Handel Halvorsen, man spielt es oft auf der Violine, ist ursprünglich für Violine komponiert worden, aber auch für Klavier arrangiert worden. So, gegen Ende meines Quarantänekonzerts möchte ich mich wieder einem Filmmusik widmen. In der Zeit, wo wir mehr auf uns alleine gestellt sind, soll uns natürlich nicht davon abhalten, unsere Menschen, unsere Mitmenschen immerhin weiter noch zu lieben und das auch in der Zeit zu pflegen und die Mitmenschen, die Liebenden, unsere liebsten Menschen besser wertzuschätzen. Ich spiele das Stück, ist schon sehr alt geworden, von 1970, von Francis Lay, Love Story. Ein damals sehr berühmtes Film und auch die Melodie ist geblieben. Thank you.
Love Story von Francis Lay. Ich spiele das gerne. Geht auf und ab immer. Macht mir Spaß zum Spielen. Das Stück Love Story wurde im Jahr 1970 im gleichnamigen Film berühmt. Ich hoffe, mein Konzert hat euch sehr gefallen. Für mich war es eine sehr besondere Erfahrung. Wir machen wahrscheinlich zurzeit alle sehr neue Erfahrungen. Ich hoffe, dass ich sehr bald vor einem Publikum spielen kann wieder. Und mein Konzert möchte ich wieder mit einem Tango beenden, so wie ich mit einem Tango angefangen habe. Diesmal geht es aber um das Thema Freiheit, dass wir uns auch wahrscheinlich alle sehnlichst wieder wünschen, wieder mal unsere volle Freiheit genießen zu dürfen. Und man merkt auch, dass der Wert der Freiheit uns nochmal mehr bewusst geworden ist und dass leider noch in vielen Gegenden Freiheit mit viel Aufwand und mit viel Aufwand ein zu erstrebendes Gut ist. Das Stück Libertango, Freiheitstango von Astor Piazzolla, ist einer seiner Meisterwerke und die Melodie fängt wieder ganz langsam an, die Spannung wird ganz langsam aufgebaut. Der Rhythmus prägt die ganze Zeit das Stück und auf den Rhythmus wird eine sehr abenteuerliche Melodie kombiniert. Thank you.
Das war's von mir zu meinem Quarantänen-Klavierkonzert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.